Aber sicher ist, dass die sogenannte Aufklärung, die hier in Westeuropa so ein hohes Gut darstellt, ohne den islamischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und der islamischen Philosophie gar nicht möglich gewesen wäre. Etwas, das auch heute immer noch zu oft ignoriert wird. In der Renaissance hat man einfach arabische Texte ins Latinische übersetzt und man muss ehrlich zugestehen, gar nichts Neues war geboren. Es gab gar keine Renaissance. Man hat einfach alles abgeschrieben von den Arabern, von den Philosophen und Wissenschaftlern aus Andalusien. Und das, die aus dem islamischen Wissen hervorgegangenen Werte, diese Werte der Aufklärung, sich selber durch die von der Aufklärung ausgelöste industrielle Revolution wieder zerschlagen haben, wird auch ignoriert. Denn von diesem Moment an, regierte nur noch das Kapital und die angebliche Vernunft. Großfamilien wurden zerstört. Und warum? Großfamilien wurden zerstört, weil sie nur noch Kosten- und Zeitfaktoren waren und der Mensch zum Arbeitsmaterial, was noch heute so ist. Der Islam kennt das aber nicht. Ein gutes Beispiel ist vielleicht folgendes. Vor 2 Wochen wurde in Deutschland eine Wirtschaftsstudie präsentiert, worin bedauert wurde, dass die türkischen Frauen meistens Hausfrau seien und dadurch, und das wörtlich, nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden. Das heißt, in der Wirtschaft wird eine Frau einfach als Arbeitsmaterial betrachtet. Im Islam gilt das als eine würdelose Behandlung. Westeuropa hat sich zwar immer zum Pluralismus bekannt, aber immer mehr zu einer Monokultur entwickelt. Es hat sich eine geistige Lehre entwickelt, die nur noch den Islam auszufüllen vermag. Ich glaube nämlich nicht, dass der Islam, wie es zum Beispiel Murat Hoffmann in seinem Buch Der Islam im dritten Jahrtausend schafft, das Christentum wieder vom Kopf auf die Beine zu stellen. Aber die muslimische Grundeinstellung über Moral, über Ethik, über soziale Gerechtigkeit und auch über liberale Wirtschaft sind in der Schweiz ein noch relativ unentdecktes Potenzial. Die Muslime in der Schweiz tragen jährlich mit rund 23 Milliarden Franken am Bruttoinlandprodukt bei. Das geht in der jetzigen Diskussion oder in der sogenannten Islamdebatte einfach schlicht unter. Wir erleben im Moment aber Zeiten von absurden Finanzkrisen, ungeheuerlicher Managerlöhne einerseits und Entlassungen, Kurzarbeit und großer Armut andererseits. Zeiten, wo ungezügelte Gier und Spekulation ohne Bodenhaftung die Menschheit am Rande des Abgrunds führen. Und der Koran gibt schon seit 1431 Jahren Antworten auf solche Probleme und Lösungsvorschläge. Wir vom IZRS zelebrieren hier aber keinen muslimischen Triumphalismus. Wir sind ja nicht die Besten. Wir wollen auch nicht die Besseren sein. Aber wir wollen konstruktiv einen Beitrag an die Gesellschaft leisten. Trotzdem, es gibt in der Schweiz eine Tendenz, alles Islamische zu verteufeln. Als Gefahr für die hier angeblich herrschende abendländische christliche Kultur. Wo ist diese Kultur? Die EU und die Länder des EFTA, des European Free Trade Association, wo auch die Schweiz dazugehört, bezeichnen die europäische Perspektive als wichtigstes Kriterium für die Entwicklung der gesamten Region und somit
für die Erhaltung des Friedens in Europa. In Europa wohnen aber 56 Millionen Muslime. Und Muslime sind seit 1431 Jahren globalisiert. Nicht erst seit ein paar Jahren. Globalisiert durch den Handel, globalisiert durch die Hadsch, die Pilgerfahrt. Und daher gehört der Islam einfach zu Europa. Die Geschichte der europäischen Muslime, sowohl in Andalusien wie später auch auf dem Balkan, hat gezeigt, dass das islamische Minderheitsrecht das liberalste Statut für Andersgläubige ist, das die Welt bis heute je gesehen oder normiert hat. Ich hoffe, Sie haben es mir da richtig verstanden. Muslime können auf die grundsätzlich pluralistische und antirassistische Ausrichtung des Islam verweisen. Die EU und die Schweiz, die wissen das. Haben das Minderheitsrecht oder das Minderheitsrecht bis anhin auch in der Regel angewandt. Das hat sich natürlich aber noch nie eine Mehrheitsgesellschaft nach einer Minderheit gerichtet. Im Moment haben wir eine Tendenz, dass die Mehrheitsgesellschaft versucht, die Minderheit aufzuzwingen, was sie zu glauben hat und was nicht. Das ist sehr gefährlich. Die jetzige Tendenz, vor allem nachdem der alte Feind der Kommunismus endlich verschwunden ist oder praktisch verschwunden ist, alles Islamische zu verteufeln, steht im krassen Widerspruch zu dem, was der Islam und muslimische Länder für die Schweiz gemacht hat. Und da, meine Damen und Herren, rede ich nicht von gestern oder vorgestern oder von 10 Jahren zurück. Es geht hier nicht um die muslimischen Migranten, die mitgeholfen haben, die Schweiz aufzubauen. 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre. Die Schweiz so aufzubauen, wie sie heute dasteht. Lange Zeit war der Weg von Osten nach Westen eine kulturelle Einbahnstraße. Zurück kam später nur noch Technologie und materielle Lehre in die andere Richtung. Kurz zuvor noch, nach dem Napoleonischen Krieg in dem großen Hungersnot von 1816, das haben die meisten Schweizer vergessen, kurz zuvor, also kurz nach Napoleon, Anfang Restaurationsperiode 1816, 1814, 1831, war die Schweizer Bevölkerung dran, Baumrinde zu vermahlen und mit Knochenmehl zu vermischen, um Brot backen zu können. Das Vieh konnte 1816 nicht auf die Alm. Es gab kein Heu, es gab kein Gras, es gab gar nichts, die Getreide war gut kaputt. Es herrschte Hungersnot, große Hungersnot, es fanden die ersten großen Migrationsströme statt. Und von wo kamen die rettenden Lebensmittel? Von wo kam die Entwicklungshilfe? Ob Sie es glauben oder nicht, es ist belegt. Die Entwicklungshilfe, die Hunderttausende von Menschen vor dem Hunger retteten, kam aus dem Osmanischen Reich 1816.